Ja, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria Wien gegen Hartberg 2:3. Ich darf dich bitten, Chris, ein Statement zum Spiel abzugeben. Ich denke, das Ergebnis stimmt dich nicht unbedingt froh, aber alles noch drinnen für das Rückspiel. Genau, das Ergebnis stimmt mich natürlich nicht froh. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Aber es ist kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Ich glaube an die Chance, vor allem das Tor von Patrick Wimmer gibt uns noch alle Möglichkeiten am Mittwoch und diese werden wir auf alle Fälle ergreifen, probieren. Dankeschön. Fragen bitte, bitte ein Handzeichen. Michi kommt mit dem Mikro. Wir haben live. Alexander Strecher, Kurier beginnt. Du hast gerade im Fernsehen gesagt, eine mentale Müdigkeit war am Anfang da. War das irgendwie die vielen Spiele oder war das vielleicht irgendwie geistig der Druck, die Drucksituation? Worauf ist das zurückzuführen? Ich glaube nicht, dass die Drucksituation war. Ich würde es dann zurückführen aufs Spiel am Mittwoch gegen Altach, was natürlich schon ein enorm intensives Spiel war. Ich denke, wir haben es einfach von den Beinen her haben wir es ganz gut hinbekommen. Aber im Kopf habe ich einfach gemerkt, wie wir einfach auf Situationen reagiert haben, dass wir da immer wieder dann zu langsam uns auf neue Spielsituationen eingestellt haben, dass wir viel Ballbesitz gehabt haben, aber der Ballbesitz überhaupt nicht effektiv war. Der Ballbesitz war brotlos in der ersten Halbzeit. Wir haben uns durch den Ballbesitz überhaupt keine Torchancen erspielen können und waren dann aber immer wieder bei Ballverlusten dann auch zu langsam, um auf die Kontersituationen zu reagieren. Bei Standardsituationen auch immer wieder Probleme gehabt. Und ja, das ist dann für mich ein Stück weit auf einen zu langsamen Kopf zurückzuführen. Aber wie gesagt, in der Pause haben wir uns nochmal richtig aufgerafft, war dann eine deutlich bessere Halbzeit. Und ich sehe es jetzt ist Halbzeit in dem Duell und ich bin absolut sicher, dass wir am Mittwoch voll angreifen können und die Partie noch drehen werden. Weitere Fragen. Stefan Oellerer, Ünius, erste Reihe, Michi. Es war für mich ein bisschen überraschend, in der 70. Minute schon den Dreifachtausch und man hat das Gefühl gehabt, ob dort man alles riskiert. Es ist aber erst 1:2 gestanden. Ja, ich wollte diesen Wechsel schon vorher machen, bevor dann haben wir mit dem 1:1, jetzt kriegen wir nochmal ein richtiges Flow. In der Phase haben wir, glaube ich, auch ein bisschen das Überwasser gehabt vom Spiel, aber dann war diese Standardsituation. Ja, und es ist jetzt, wie gesagt, das ist ein Endspiel und ich bin ein Trainer, der dann ein volles Risiko geht. Wenn der Dario Tadic das 4:1 macht, dann wäre es nahezu beendet gewesen wahrscheinlich. Aber so haben wir das 3:2 gemacht. Also hat sich das Risiko zum Teil gelohnt. Und wir haben alle Möglichkeiten in Hartberg. Und wir müssen halt dann mindestens 2 Tore schießen und wesentlich besser verteidigen als heute. Und das sind 2 Punkte, die wir hinkriegen. Alex Strecher, Kurier. Ja, du sagst volles Risiko. Wie geht man das dann an? Kann man wirklich alles riskieren und nach vorwerfen? Ist das auch zum Beispiel bei der Aufstellung, dass du wirklich alle Offensivkräfte dann reinwirfst? Wie viel Rückversicherung kannst du dir da leisten? Man hat das eh heute schon im Ansatz gesehen. Also wir haben schon sehr offensiv begonnen mit wirklich ja, fast 4 Stürmern, die wir am Platz gehabt haben. Und hat dann einfach gesehen, dass Hartberg sehr, sehr kompakt verteidigt hat und im Konter brandgefährlich war. Und wenn man Dario Tadic oder Rajko Rep solche Räume gibt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, egal wie viel Risiko das man nimmt. Da gehört einfach dann mehr Konsequenz dazu im Verteidigen. Aber wie gesagt, das nötige Risiko werden wir gehen, aber sicher nicht ins offene Messer springen. Marc Eder von der APA. Wie beziffern Sie die Chancen, dass es für den Alexander Grünwald bis Mittwoch reicht? Ich denke, es wird sich ausgehen. Zu 100% kann ich es nicht sagen, aber wird abwarten. Er wird dann, denke ich, spätestens am Montag ins Training einsteigen und dann werden wir einen Eindruck in den Trainings bekommen und wird man sehen, ob es dann auch reicht für die Startelf. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Noch einmal Marc Eder. Wie sind die Eindrücke jetzt aus dem Spiel? Wird möglicherweise wer fehlen? Ist wer ärger angeschlagen? Bei Mike Madl muss man abwarten. Und da gibt es schon ein paar Probleme. Aber es wird man jetzt auch einfach in der medizinischen Abteilung dann abchecken. Dann auch ein paar Tage abwarten und dann wird man sehen, ob er spielen kann.
Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Samstagabend und ein schönes Restwochenende. Danke.